So, Freunde der Nachtmusik, heute werden wir noch einen Kühlergrill von einem G63 tauschen. Das heißt, da müssen erst diese Lampenverkleidungen weg. Hier unten sind zwei Schrauben, die man nur etwas lockern muss. Dann kann man das Ganze nach oben rausziehen. Dann kann man das so weghängen lassen. Das gleiche hier auch. Zwei Schrauben hier unten. Das sind so Arretierungsschrauben. Hier seht ihr es. Das ist die erste, das ist die zweite. Da wird das nachher hier wieder eingehängt. Der Kühlergrill ist hier oben an vier Schrauben festgemacht. Das seht ihr hier. Und dann hat man den schon in der Hand. Letztendlich braucht man nur das Schläuchlein von der Scheinwerferwaschanlage hier zu entfernen. Den muss man dann hier rausziehen. Hier drüben kann man das alles lassen. Also man muss nur diese eine Seite entfernen, weil hier wird das nachher wieder durchgezogen durch das neue Grill. Und nachher muss man natürlich den Stern hier ausbauen. Der muss dann letztendlich an das neue Kühlergrill übernommen werden. Aber das seht ihr noch. Hier die vier Schrauben von oben. Da ist es dann am besten, ihr habt so ein Werkzeug, da kann man hier ein bisschen reinhaken. Oder so ein Werkzeug, da kann man ein bisschen rein und diesen Schlauch hier lösen. Dann ist es vielleicht nicht schlecht, ein bisschen Silikonspray dahin zu machen. Und dann kriegt man das runter, weil man kriegt diese Schläuche eigentlich sehr, sehr schwer runter. Hier, das ist ein sehr gutes. Und damit hat es letztendlich geklappt. So 3 Minuten Tüttelarbeit. Dann kann man diese Schelle mal kurz rausmachen, auf die Seite legen und dann eben diesen Schlauch hier durch rausziehen. Dann hat man das Kühlergrill weg. Hier mal das neue gleich daneben gelegt. Das hat natürlich diesen Panamericana-Style und nicht diesen Oldschool-Style wie hier und auch nicht diese Chromgeschichten. Von daher wird es nachher ganz cool aussehen. Das neue Kühlergrill sitzt jetzt drin. Was hier beim G63 AMG zu beachten ist, da muss man das hier ausschneiden. Das habe ich jetzt ausgesägt. Ihr seht, das ist weg. Auf der anderen Seite habe ich schon weg. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen schön ausfeilen und entgraden, damit das eine saubere Sache ist. Und dann passt es hier hin, weil das sonst wegen dieser Ecke hier nicht passt. Genauso auf der anderen Seite. So, ganz kurz noch hier. Habe ich mich geschnitten, egal. Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt den Schlauch wieder dran. Hier haben wir das erste schon wieder zusammengesetzt. Hier oben die Schrauben, die muss ich natürlich noch festziehen. Das passt jetzt, ihr seht es mit der Aussparung, hier passt jetzt wunderbar. Das ist nur beim G63, weil der G63 hat hier das Motorhaubenschloss und auf der Seite, der G350 hat das Motorhaubenschloss hier in der Mitte. Und dann einfach vielleicht noch zur Vereinfachung, diese zwei Zacken, die gehören hier eingesetzt. Gehängt und unten diese Schrauben, die gehören dann einfach wieder angezogen. Wenn ihr mal da unten reinschaut, hier seht ihr die Kreuzschrauben. Hier und dann kann man das Ganze hier wieder fixieren. Und dann sieht das so aus. So, einmal noch mit Motorhaube offen. Die Sache hat super funktioniert, sieht auch toll aus. Hat gleich ein ganz anderes Bild das Ganze. Bei dem Fahrzeug wurde jetzt für den Kunden einmal Kühlergrill, einmal Trittbretter erneuert. Somit machen wir die Motorhaube zu. Zack, und so schaut es dann aus. Gleich ganz anders. Ihr seht, diese Kühlergrill-Geschichte hat sich gelohnt. Das sieht super aus. Auch die Trittbretter sind dran. Somit Fahrzeug wieder beim Kunden abgeliefert. Der ist total happy. Ich bin's auch, ich hoffe ihr auch und habt Spaß gehabt mit dem Video. Somit Daumen hoch, Like da lassen, Kanal abonnieren und alles was dazugehört. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.